Moin, herzlich willkommen zur Gipfeltour durch Deutschland. Wir sind in Schleswig-Holstein auf dem Weg zum Bungsberg. 164,7 Meter, glaube ich. Oder 167,4, egal. Damit der höchste in Schleswig-Holstein. Da gibt es einen Aussichtsturm drauf, aber vorher laufen wir noch ein bisschen durch den Wald. Ich glaube, er hat schon Pilz gefunden. Was hast du denn gefunden? Ein Rotfuß. Glauben wir. Zumindest gehen wir davon aus. Also er verfärbt sich jetzt nicht, wenn man drauf drückt. Aber inwiefern das jetzt ein sicherer Indikator ist, wissen wir auch nicht. Nur Pilze sammeln, wenn ihr Ahnung habt. Wir tun so, als hätten wir welche. Wenn wir eins können, dann das. Wir befinden uns hier übrigens in der holsteinischen Schweiz, einer der beliebtesten Tourismusregionen in Norddeutschland. Die hügelige Landschaft ist von großen Seen geprägt und bietet viele Naherholungsgebiete. Nett. Es riecht schon wieder nach Knoblauch. Ja, hier. Das hat wahrscheinlich mit den Bros hier zu tun. Machen wir mal den Beutel auf. Das wird interessant. Angeblich soll man die essen können. Richtig hübsch. Das ist so ein schönes Lila. Also die schmecken nach nicht viel, aber die kann man essen. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Weil wir den großen gefunden hatten, haben wir es gesagt, wir nehmen auch noch ein paar von den kleineren mit. Zumindest diese Knoblauchpilze, die wir ganz gut identifizieren können. Über ein, zwei Judasohr. Falls es die jetzt noch gibt zu dieser Jahreszeit, würden wir uns natürlich auch freuen. Oder hier die, wie heißen die Puffpilze nochmal? Bovisten. Boristen. Bovisten. Bovisten. Aber ich weiß nicht welche. Die gehörnten. Ja. Die gehörnten, die noch nichts Graues drin haben. Was denn? Oh. Das kann man vielleicht sogar noch Fresse. Ja, das ist aber offen. Der sieht noch ganz okay aus. Stellt er sich? Nö, ne? Geht noch. Ja, also schon grenzwertig. Oh. Jo, das war's. Diese beiden Türme südlich des Gipfels sind das eigentliche Highlight an diesem Bergmassiv. Der kleinere ist der Elisabeth-Turm aus dem Jahre 1864, damals ein Geschenk des Großherzogs an seine Frau Elisabeth. Der 18 Meter hohe Turm wurde später noch einmal um 4 Meter erhöht, weil die wachsenden Bäume die Sicht verdeckten. Das nenne ich mal angewandten Naturschutz. Der größere hier links ist der Fernmeldeturm Bungsberg aus dem Jahr 1977. Die Aussichtsplattform befindet sich auf 40 Metern Höhe und man kann von hier aus bis zur Ostsee sehen. Von hier aus sind es dann nur noch 170 Meter bis zum Gipfel. Das ist ja der letzte Anstieg. Wir haben es mal wieder geschafft. Was für eine Odyssee. Psychisch und körperlich total hinüber. Und das ist er, der höchste Gipfel Schleswig-Holsteins.